In meinem ersten Video zu Plotin ging es mir vor allem darum, den Argumentationsweg freizulegen, der von seinem ersten Ansatz hin zu seiner ausgestalteten Henologie, das heißt zu seiner Lehre des Einen, führt. Wer mit Plotin schon so ein bisschen vertraut ist oder auch nur einige Stichwörter von Plotin aufgeschnappt hat oder über Plotin, mag gegebenenfalls etwas verwundert oder erstaunt gewesen sein, dass ich in meiner Darstellung deswegen viele Punkte nur nebenbei behandelt habe oder sogar außen vor gelassen habe, für die Plotin eigentlich in der westlichen Geistesgeschichte berühmt und auch herausragend gewesen ist. Warum habe ich das getan? Nun, ich denke, ganz grundsätzlich gibt es zwei Arten, sich Philosophiegeschichte und philosophiegeschichtlichen Werken zu nähern. Beide sind auf ihre Weise wichtig, aus meiner Sicht. Beide sind aber von ihrem Ansatz her durchaus verschieden. Die eine Sichtweise auf Philosophiegeschichte ist die, dass ich versuche zu verstehen, wie sich menschliches Denken, Entschuldigung, wie sich menschliches Denken entwickelt hat und wie es eben von Vorzeiten der Antike bis heute, ja, so geworden ist, wie es ist. Das heißt, welche Denkmotive sich in der Zeit wiederholt haben, welche Denkmotive sich auseinanderentwickelt haben und welche Denkmotive wir womöglich heute noch finden in unserer Kultur, sei es des Alltags oder sei es der Hochkultur, deren Grundlagen bereits Jahrtausende zurückliegen. Genauso mag es spannend zu sein, zu sehen, wie sich andere Elemente des Denkens verflüchtigt haben, wie bestimmte Motive, bestimmte Gedanken, bestimmte Ideen Jahrhunderte geprägt haben, die heute nahezu bedeutungslos sind. Hierbei handelt es sich um den geschichtswissenschaftlichen Blick, vielleicht auch um den anthropologischen Blick, aber in jedem Fall um einen beschreibenden Blick, der historischer Natur ist, tatsächlich eher einzelwissenschaftlich. Daneben steht meines Erachtens tatsächlich ein genuin philosophisches Schauen auf Philosophiegeschichte. Und zwar ein Schauen, das weniger darauf angelegt ist, nun mit höchster Detailgenauigkeit und Akkuratesse Denken einzelner Denker nachzuvollziehen, so wie sie es gedacht haben, und dafür eher daran interessiert ist, zu schauen, welche Elemente in der Philosophiegeschichte aufgetreten sind, die womöglich heute noch für mich als philosophierende Person Relevanz besitzen. Das heißt, im einen haben wir den deskriptiven Blick, einfach zu schauen, was war, was haben die Menschen gedacht. Im anderen haben wir eher das Fragen, welche Wahrheiten kann ich aus der Philosophiegeschichte lernen, entnehmen, für mich anwenden und wirksam machen. Mein Projekt Philosophiegeschichte jetzt in einer Reihe von Videos nachzuvollziehen, folgt tatsächlich einem Grundanliegen, das eher auf dieser Seite steht. Das heißt, dass er genuin philosophisch interessiert ist. Ich will wissen, was stimmt. Ich will wissen, was wahr ist. Ich möchte gerne wissen, was ich selber glauben soll. Und dazu hole ich mir Anstöße von Menschen, die bereits vor mir über bestimmte Problematiken nachgedacht haben und die sich eben auch mit bestimmten Lösungsoptionen auseinandergesetzt haben. Das ist es, was mich primär bewegt.
Als zweites muss ich zugeben, habe ich auch eine Faszination für den geschichtswissenschaftlichen Aspekt, das heißt für das Verstehen wollen, was war. Dennoch, wenn es um die Relevanz eines Denkers oder einer Denkerin für mich geht, dann stellt sich für mich eben mitunter auch eine andere Frage, als wenn es einfach um die Relevanz eines Denkers oder einer Denkerin für die Philosophiegeschichte, für die Historie, für die nachfolgenden anderen Denker, die nicht ich bin, hatte. So, wenn ich also in meinem letzten Video versucht habe, das Denken Plotins in seinem Kern zu begreifen, dann ging es mir darum, im Grunde das zu sehen, was hinter dem Gemälde, das er malt, steht, das Gerüst bzw. das Fundament, die tragenden Elemente herauszuarbeiten, also Fundament und Hauptpfeiler, auf denen das gesamte Gebäude steht, und die Ornamente und die Ausschmückungen, die feinen Austarierungen, sozusagen das Feinarchitektonische beiseite zu lassen und zunächst erstmal wirklich die ganz basalen Gesichtspunkte in den Blick zu nehmen. Genau das habe ich im letzten Video gemacht. Das heißt, ich habe die Argumentation, mit der Plotin sein eigenes Weltmodell legitimiert, die habe ich aufgesucht, habe versucht, sie aus seinem Werk, aus seinen Aufsätzen herauszulesen und für mich, ein bisschen archäologisch fast, wieder zusammenzusetzen. So wie ich es dargestellt habe, habe ich es im Werk von Plotin, soweit es mir bekannt ist, ich habe nicht alle Aufsätze gelesen, nicht gefunden. Aber alle Elemente, die ich vorgestellt habe, habe ich bei Plotin gefunden und sie schienen mir so eine in meinen Augen sinnvolle Stringenz aufzuweisen, so dass ich sagen kann, okay, wenn wir so argumentieren, mag mich nicht unbedingt jedes Element überzeugen, nicht jeder Schritt überzeugen, aber ich kann trotzdem grob erstmal nachvollziehen, warum er dann den Rest seines Lebens im Grunde oder den Hauptteil seines Lebens im Grunde in der Ausgestaltung der Einslehre, der Henologie, also seiner Kosmologie, verbracht hat. Auch wenn ich möglicherweise den Weg dahin mit vielen Schwächen behaftet sehen mag. Immerhin fand ich, wies dieser Argumentationsweg, der legitimierende Argumentationsweg von Plotin, meines Erachtens mindestens ein Argument auf oder einen Blickwinkel, der für mich auch in Zukunft eine sehr zentrale Rolle spielen wird, den ich vielleicht nicht ursprünglich von ihm kennengelernt habe, den ich aber von Denkern oder auch einem Denker speziell kennengelernt habe, der offensichtlich sich zuvor mit Plotin auseinandergesetzt hatte. Das ist sozusagen das Motiv für mich gewesen, den Ansatz einer Darstellung von Plotin so zu wählen und damit möglicherweise von herkömmlichen Lehrbüchern und Lehrvorstellungen deutlich abzuweichen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es wichtig ist, sich auch mit dem anderen Blickwinkel zu befassen. Also damit, was Plotin berühmt gemacht hat, was er selber für wichtig gehalten hat und wie das eben dann kulturell, gesellschaftlich, geistig auf die nachfolgenden Generationen, Jahrhunderte und Jahrtausende gewirkt hat. Trotzdem möchte ich dieses Video für den Moment auch für einen kleinen Exkurs nutzen. Denn, wie gesagt, es geht für mich immer auch darum einzuordnen, womit habe ich es hier zu tun? Welche Auswirkung, welche Einordnung kann ich einem Werk zumessen? Und ich glaube, Plotin steht wie kaum ein anderer Denker mit seiner Abstraktheit, mit seinem Rationalismus tatsächlich, steht für ein Denken, das ich als klassisch spekulative Philosophie bezeichnen würde. Was ist das?
Ich glaube, klassische spekulative Philosophie lässt sich am besten dadurch kennzeichnen, dass sie zuallererst versuchte, Antworten zu geben. Antworten auf Fragen grundsätzlicher Art. Fragen des Alltags, aber vor allem auch Fragen des Seins, also dessen, was hinter dem beispielhaft einzelnen, zufälligen, in unserem normalen Leben steht, dem wir begegnen. Das ist, glaube ich, sogar ein Merkmal, das nicht nur die jetzt von mir so titulierte klassische spekulative Philosophie betrifft, sondern sämtliche spekulative Philosophie. Philosophie sucht Antworten. Antworten auf Fragen, die oft sehr unterschiedlich gestellt sein können, die sehr unterschiedlich sein können, aber Fragen, die vor allem der Orientierung dienen sollen. Ja? Ich denke, vor allem zwei Blickwinkel gibt es da. A, den Orientierenden. Wie ist die Welt? Wo bin ich hier? Ja? Wie ist die Situation, in der ich mich befinde? Was ist das Sein? Es gibt verschiedene Arten, wie man das stellen kann. Aber insgesamt geht es um einen deskriptiven Blick auch wieder. Das heißt, um die Sicht auf die Dinge, die erst einmal relativ interessenlos sein soll. Ich will verstehen, was um mich herum geschieht. Und dazu will ich noch gar nicht mit Ansprüchen an das Sein herantreten, sondern ich will erst mal wissen, womit habe ich es hier zu tun. Ich will mich orientieren. Ich will in diesem großen Ganzen, das Welt zu sein scheint, auch ein bisschen meinen eigenen Platz verorten können und sehen, wohin man gehen kann, was möglich ist. Das ist der deskriptive, das ist der ja, seinsbezogene Blick. Der zweite Blick, den ich haben kann, ist ein normativer Blick. Das heißt, ich habe eine Vorstellung davon, wo ich hier womöglich bin, wie es hier so ist. Und jetzt stellt sich die Frage, was soll ich tun? Ja, was ist richtig? Die Grundlage aller Ethik. Ja, was sind die Handlungsanweisungen, die ich womöglich dem Sein direkt entnehmen kann oder aber die ich meiner Entscheidung entnehmen kann darüber, wie ich mir das Sein wünsche, was ich tun möchte, damit das Sein mir besser gefällt, damit meine Situation mir besser gefällt, damit ich selber, wie ich mich vorfinde, mir besser gefalle. Wer will ich sein? Das eine ist, wer ist die Welt, wer bin ich, wie verhalten wir uns zueinander? Das andere ist, wie wünsche ich mir die Welt, wie wünsche ich mir mich selber und wie verhalte ich mich zu beiden im pragmatischen, im handelnden Sinne. Das andere Verhalten ist mehr eine Relation, eine sachliche, ja nicht statische, aber eine gegebene Relation. Dieser Blick hier ist mehr eine tätige Relation, zu der ich mich stelle, in die ich mich begebe. So, das ist Philosophie. Philosophie stellt im Grunde immer wieder diese beiden Fragen. Die Grundlagen des Seins und die Grundlagen des Sollens. Darauf kann man es reduzieren. Das Besondere an klassischer Philosophie, klassischer spekulativer Philosophie, wie sie Plotin meines Erachtens trifft, ist, dass sie sehr stark auf Plausibilität orientiert ist. Das heißt, sie sucht nach Antworten, die plausibel sind, die passen. Sie versucht, möglichst viele Eindrücke von der Welt, möglichst viele Elemente, die ich vorfinde, die ich interpretieren muss, die ich zueinander in eine Beziehung bringen muss, sie versucht, diese so zu integrieren, dass ein rundes Bild rauskommt. Letztlich ist auch das ein ganz genuin philosophisches Merkmal, das alles Philosophieren meines Erachtens auszeichnen muss. Die Frage ist aber natürlich die Direktakzentuierung. Das heißt, welche Rolle spielt Plausibilität? Und meiner Wahrnehmung nach, meinem Verständnis von Denkern der Philosophiegeschichte gemäß, lässt sich feststellen, dass dieser Anspruch der inneren Abgestimmtheit einer dargelegten Weltanschauung, eines Erkläransatzes, dass das tatsächlich in klassischer spekulativer Philosophie fast schon
die Hauptaufgabe war, die zu erfüllen war. Das heißt, klassische spekulative Philosophie versuchte, möglichst viele Bildpunkte im Bild zu integrieren, möglichst viele Erkläransätze, möglichst viele Geschehnisse, Erlebnisse, Vorstellungen. Und wenn es gelang, das, also die Details, die unzähligen Details und kontingenten Erscheinungsformen von Sein mit grundsätzlichen Überlegungen zum Sein in Einklang zu bringen, wenn man damit überzeugte, dann hatte man im Grunde die Zuhörer gewonnen. Man hatte überzeugt. Das heißt, die Aufgabe war es, durch innere Schlüssigkeit von vielfältigen Argumentationen und Überlegungen ein Bild zu schaffen, ein Narrativ zu schaffen, das eingängig war, das Schlüssigkeit beanspruchte und das dann umfassend auch tatsächlich Erklärungen bot, wie Dinge zu interpretieren sind. Nicht nur abstrakte Erklärungen über Atome und über physikalische Gesetze, sondern womöglich auch ganz konkrete Erklärungen, warum bestimmte Dinge in der Welt so sind und wie ich durch bestimmtes Agieren bestimmte Effekte erzielen kann. Das ist immer noch der Bereich des Deskriptiven. Ja, die Darstellung, was muss ich tun, um etwas zu bewirken, das ist erstmal noch eine andere Frage als, was will ich tun, um etwas zu bewirken. Ja, das eine ist, ich durchschaue die Mechanismen und das andere ist, ich bediene mich der Mechanismen, um zu einem gesetzten Ziel zu kommen. Das ist Ethik, das ist Naturphilosophie bzw. Metaphysik, Erkenntnistheorie, das ist deskriptive Philosophie. So, das heißt, spekulative Philosophie sucht nach Antworten und sie sucht nach Plausibilitäten. Nach Erklärmodellen, die uns überzeugen, die uns so sehr überzeugen, die so eingängig und fast evident daherkommen, dass wir eigentlich uns ihrer Wirkung und ihrer Glaubwürdigkeit nicht entziehen können. Damit einher geht in klassischem spekulativen Denken auch ein klarer, eindeutiger Wahrheitsanspruch. Ich würde tatsächlich sogar in sehr nüchterner Weise sagen wollen, ein dogmatischer Wahrheitsanspruch. Klassische spekulative Philosophie ging davon aus, dass sie Wahrheiten hervorgebracht hat, die jetzt da stehen und die man einfach auch lehren kann, die einfach gelten, die man, wenn man sie einmal sozusagen erklärt hat, nicht weiter hinterfragen muss, weil sie fundiert, begründet und damit gültig sind. Die meisten spekulativen Philosophien beanspruchten meines Erachtens aufbauend auf früheres Denken, in der Regel selten originär, vollkommen originär, eine Stufe der Wahrheit hervorgebracht zu haben, die alle anderen in den Schatten stellt und jetzt im Grunde als die endgültige Philosophie gelten kann, mit der alle Fragen geklärt sind. Das war der Anspruch. Fragen beantworten, die tatsächlich alles geklärt haben. Das ist der Anspruch der klassischen spekulativen Philosophie. Sie hat dabei konstruierend, konstruktiv eben Narrative erzeugt oder ein Hauptnarrativ mit vielen kleinen untergeordneten Narrativen. Und sie hat in der Regel auch immer zwei Dichotomien aufgewiesen wieder. Die erste zwischen richtig und falsch, zwischen wahr und unwahr. Die klassische spekulative Philosophie sagt uns, wir haben hier eine Argumentation, die führt uns im Grunde zu einem Verständnis der Welt. Und wenn wir uns dieses Verständnis der Welt dann anschauen, merken wir, dass alles passt. Dass wir damit jetzt die Einzelfänomene erklären können, dass wir uns in der Welt orientieren können und dass es deswegen stimmen muss. Einfach bewährt durch Plausibilität bzw. durch den Eindruck der Erfahrung, dass wenn wir nach den Gesetzen handeln, die wir hier aufgedeckt haben, dass dann das eintrifft, was wir vorausgesagt haben. Das ist im Grunde die Sichtweise gewesen, die dann aber auch sagte, andere Modelle sind falsch. Es gibt richtig oder falsch und wir haben richtig. Möglicherweise sind andere nur weniger richtig. Aber entscheidend ist, es gibt ein richtig.
Es gibt also einen dichotomen Ansatz, der möglicherweise, zum Beispiel bei Plotin sicherlich, eine Tendenz dazu hat, doch eher nicht nur monokausal, sondern monozentrisch, monopolar sozusagen in Richtung Wahrheit zu gehen, der aber anderes in den Schatten stellt. Das ist, finde ich, noch ein sehr wichtiges Merkmal. Ein anderes Merkmal, was sehr oft damit einhergeht, ist, dass wer eine Wahrheit klassischerweise formuliert hat und vorgestellt hat, sehr oft damit einhergehend auch eine ethische Wahrheit postulierte, die ebenfalls als geklärt gelten sollte. Das heißt, wie ist die Welt und wie soll ich mich in ihr verhalten? Beides schien lösbar, schien eindeutig beantwortbar zu sein und beanspruchte in der Regel eben in den unterschiedlichen Philosophien auch gerade jetzt endlich die richtige Antwort zu benennen. Das war der Anspruch, der meines Erachtens eigentlich aller Denker von Plato, aber auch schon von Thales bis sehr, sehr lange und sehr, sehr spät in die Philosophiegeschichte hinein. Nicht allen Denkern, aber den meisten und nahezu allen, die uns heute bekannt sind. Es gibt einige weniger Bekannte, die versucht haben, das zu durchbrechen. Die hatten allerdings über Jahrhunderte hinweg nur eine sehr untergeordnete kulturell-gesellschaftliche Bedeutung und sind meines Erachtens erst mit der Postmoderne, das heißt ja im 20. Jahrhundert, vielleicht Ende des 19. Jahrhunderts, tatsächlich zu gesellschaftsprägender Relevanz gekommen. Mag ein Thema für andere Videos sein. Spannend ist erstmal, wir haben es bei spekulativer Philosophie mit einem Denken zu tun, das versucht, möglichst alles weiträumig zu erklären, damit eben eindeutige, endgültige, dogmatische Antworten zu geben, die man im Übrigen dann einfach lernen und lehren kann, sogar ohne, dass man sie immer auch verstanden haben muss im Einzelnen. Es reicht, dass man weiß, sie stimmen und so ist das. Und die eben in der Regel wirklich zwischen falsch und richtig, zwischen gut und böse unterschieden. Klassische spekulative Philosophie. Was finde ich daran so spannend? Spannend finde ich zunächst einmal, dass hier ein rationaler Versuch unternommen wird, Dinge zu erklären, dass durchaus der Verstand genutzt wird, Dinge eben in eine gewisse logische Struktur zu fügen und nicht einfach nur punktuell Erkläransätze zu haben, die so einzeln für sich hinstehen, was ich einen konservativen Ansatz nennen würde. Das heißt, den Versuch einfach situativ, intuitiv Orientierungswissen sich anzueignen aus der Praxis, sondern tatsächlich theoretisch eine Vorstellung der Wirklichkeit und des Gesamtplans des Seins zu erlangen, von dem man sich versprach, dass man dann eben auch besser sich orientieren, sich zurechtfinden kann, ja, und dann gleich auch schon weiß, wo man auf dieser Karte eigentlich hinwandern soll, der ethische Aspekt. Spannend ist in meinen Augen nun natürlich die Frage, was unterscheidet klassische spekulative Philosophie, die jahrhundertelang prägend für das Bild des Philosophischen schlechthin war, was unterscheidet sie von Religion? Und tatsächlich ist mein Ansatz zu denken, dass tatsächlich Religion gar nicht viel anders ist als spekulative Philosophie. Oder, um es so zu sagen, ich halte Religion und das Religiöse für eine, jetzt strukturell, für eine spezifische Form spekulativer Philosophie. Das heißt, spekulative Philosophie ist die übergeordnete intellektuelle Sphäre, das übergeordnete intellektuelle Betätigungsfeld. Religion ist im Grunde eine spezifische Spielart davon. Das Spezifische, was Religion mit
klassischer spekulativer Philosophie, die auch unter der Disziplin der spekulativen Philosophie steht, was Religion mit klassischer, säkularer spekulativer Philosophie verbindet, ist, dass auch sie Wahrheit kennt. Religion kennt Wahrheit und sucht Wahrheit. Sucht im Übrigen auch Orientierung im moralischen Sinne. Und Religion hat nun, anders allerdings als spekulative Philosophie, von vornherein quasi als einen der argumentativen Ausgangspunkte ein übernatürliches, ein transzendentes, ein göttliches Wesen. Gott, sei es einer, seien es viele, Götter. Aber Wesen, die über uns stehen als Menschen, die über mir stehen als kleines Individuum, scheinen für die Verursachung der Situation, in der ich mich befinde, verantwortlich zu sein und scheinen eben auch vorgeben zu können und zu sollen oder wollen, auf jeden Fall rechtmäßig zu tun, wie ich mich verhalten soll. Entscheidend ist, auch Religion hat Wahrheit, auch Religion kennt wahr und falsch, da sind sie beide zusammen. Die Orientierung ist allerdings klar an einen Gott, der mir die Dinge erklärt. Wie komme ich an diesen Gott? Und da habe ich anders als in dem Argumentationsweg, den ich letztes Mal vorgestellt habe, von ersten Überlegungen hin zu einer Kosmologie, habe ich in der Religion nun etwas anderes. Ich habe etwas anderes als die reine Tätigkeit des Verstandes, die ich vorbringe. Ich habe Zeugnisse. Ich habe Zeugnisse von Gott und ich habe Zeugnisse von der Wahrheit. Religionen zeichnen sich dadurch aus, dass sie besonderes Wissen über die Welt aufweisen, das unabhängig oder neben der reinen Betätigung meines Verstandes mir im Grunde eine Abkürzung zur Wahrheit ermöglicht. Ich habe Propheten, ich habe Bücher, ich habe Ereignisse in der Geschichte, die mir von Menschen übermittelt werden, die mich darüber informieren, wie die Dinge wirklich sind. Ich habe also einen Katalog von Informationen gegeben, die ich mir nicht strukturell systematisch erarbeiten muss, sondern die mir einfach überliefert werden als Informationen aus vermeintlich vertrauenswürdigen Quellen. Und mit diesen Mitteln, mit diesen überlieferten Wahrheiten, mit diesen offenbarten Wahrheiten auch mitunter, mit denen kann ich die Welt entschlüsseln. Spekulative Philosophie der klassischen Art im säkulären Sinne nutzt den Verstand. Der Verstand soll das Sein strukturell entschlüsseln. Die Religion nutzt Zeugnisse. Zeugnisse, denen sie vertraut. Und anhand derer sie dann Erklärungen für die Dinge findet, warum alles so sein soll, wie es ist, und die mir dann auch ganz klar Handlungsanweisungen geben, die ich im Übrigen von den Göttern, von Gott, von dem obersten Wesen oder den obersten Wesen beziehe und die damit im Grunde alle Fragen für mich lösen und mir ermöglichen sollen, im Grunde intellektuell mich in diese Welt hineinfallen lassen zu können, sie als Heimat anzunehmen, die mir von einer liebenden Gestalt in den großen Weltreligionen gegeben worden ist und einfach meinen Frieden zu schließen. Ich glaube, das ist ein total spannender Gedanke in der Fragestellung, wie kann ich eben verschiedene Arten mit spekulativen Fragestellungen und Antworten umzugehen? Wie kann ich die unterscheiden? Wir hatten säkulare spekulative Philosophie und wir haben jetzt religiöse spekulative Philosophie, die allerdings noch viel stärker mit Dogmen arbeitet, die eben durch Zeugen oder durch Zeugnisse wie heilige Bücher übermittelt sind. Total spannend finde ich im Grunde den Gedanken, wenn man nun noch eine dritte Sonderform spekulativen Philosophierens in den Blick nimmt. Und das sind meines Erachtens Verschwörungstheorien. Verschwörungstheorien sind meiner Ansicht nach
ganz gut darzustellen als der dunkle Zwilling der Religion. Verschwörungstheorien arbeiten mit denselben Methoden wie Religion, aber in ihnen kippt die Orientierung zu einer anderen Seite. Religion sucht das Göttliche. Religion sucht die Erlösung in der Orientierung auf das Gute und Wahre. Im Grunde sozusagen auf, ja, auf die Vereinigung von Ethik und Weltbeschreibung. Ja, das Gute und Wahre. Und auf eine persönliche Kraft, die uns leitet und zum Positiven inspiriert. Verschwörungstheorien schauen in die andere Richtung. Verschwörungstheorien schauen auf die dunkle Seite des Seins, auf die bösen Kräfte, die in der Welt womöglich wirken, auf das, was uns gefährdet, was uns Angst macht, was uns unterdrücken, versklaven, ausbeuten, erniedrigen will. Verschwörungstheorien orientieren sich auf den Teufel, auf das Diabolische. Religion sucht die Entschlüsselung der Welt mit Hilfe des Guten und mit Hilfe des Erbarmens der Wahrheit. Verschwörungstheorie sucht die Entlarvung. Verschwörungstheorie sucht den Grund für all das, was uns hindert, glücklich zu sein, was unsere Perspektiven zerstört und was uns bedrückt. Und sie sucht es auch in der Personifizierung, wie die Religion, aber eben in der Personifizierung der Kräfte, der Niedertracht, die uns einsetzt, um uns unserer selbst zu entfremden. Auch Verschwörungstheorien weisen Zeugnisse auf. Sie arbeiten mit Zeugnissen. Allerdings anderer Art. Sie versuchen zu zeigen, wo sich das Böse selber verrät, wo es plötzlich in bestimmten Momenten seine Maske fallen lässt und wir nachvollziehen können, dass die Gesetzmäßigkeiten, denen wir in der Regel im Alltag folgen, dass die im Grunde Teil eines bösen Planes sind, einer Gruppe von Spekulanten, von Ausbeutern, von minderwertigen, im Grunde minderwertigen Akteuren, die uns aber durch ein Vorspielen von heiler Welt oder von Hilfe, von Güte im Grunde in der Regel täuschen und nicht sehen lassen, was wirklich läuft. Verschwörungstheorie versucht, den Mantel abzuziehen über der Realität, der von den Verschwörern, von den bösen Kräften über die Realität gedeckt wurde. Verschwörungstheorie versucht, die Täuschung aufzulösen, den Nebel zu lichten und zu entlarven. Sehr beliebt sind auch, wie im religiösen klassisch, Propheten der anderen Art, Aussteiger, Menschen, die im Grunde einen Teil ihres Lebens damit verbracht haben, entweder aus eigener Niedertracht und eigener Erbärmlichkeit anderen zu schaden und die dann irgendwann zu einem Einsehen gekommen sind, und nun mit Vorliebe Bücher schreiben, in denen sie sagen, ich war Banker und das haben wir gemacht. Ich war Teil des Systems. Mitunter sind es auch einfach Menschen, die sagen, ich wusste gar nicht, was ich getan habe. Ich war Teil des Systems, bis mir die Augen aufgingen, bis mir die Schuppen von den Augen auffielen und ich sah, was war. Und dann konnte ich damit nicht mehr leben und stieg aus. Das sind im Grunde die Propheten der Verschwörungstheoretiker. Man kann auch sagen Verschwörungsmythologen.
Es ist mir ehrlich gesagt an dieser Stelle egal. Es gibt einen Diskurs unter einigen Menschen, die gerne sagen, ja, Verschwörungstheorie ist ja eigentlich keine Theorie, weil das ist ja nicht Wissenschaft, sondern das ist ja einfach nur Hirngespinst. Nun, es ist spekulativ. Aber letztlich ist alle Philosophie spekulativ und letztlich bewegt sich auch alle Wissenschaft in einem spekulativen philosophischen Rahmen. Ich glaube, es würde zu weit führen, das hier auszuführen, aber entscheidend ist in meinen Augen nicht, ob wir Verschwörungstheorien nun dadurch oberflächlich degradieren, dass wir ihnen das Anrecht entziehen, Theorie zu sein. Entscheidend ist, dass klassische Verschwörungstheorien aufs Schlechte orientiert sind, dass sie aufs Entlarven gehen und dass sie jetzt nicht mehr wie die Religionen im Grunde versuchen, das Gute zum Vorbild zu nehmen und dem nachzustreben und höchstens dem Schlechten zu widerstehen. Das ist der Hauptansatz, wo höchstens der Kampf gegen das Böse sekundär kommt, sondern nun wird der Kampf gegen das Böse primär. Er wird primäre Aufgabe und Feindbestimmung, nicht mehr Bestimmung des Guten. Feindbestimmung ist im Grunde das Entscheidende, das die Menschen zusammenführt, das die Menschen eben aufwachen lässt und das sie zum Kampf aufruft. Verschwörungstheorie fordert auf, den Kampf aufzunehmen gegen die Verschwörer, gegen die, die mit sinistren Motiven im Grunde die Menschen, die Anliegen der Menschheit zerstören, die im Grunde schlecht sind und Schreckliches tun. Ich glaube, das ist total spannend. Alle drei sind spekulative Formen des Philosophierens. Und ich halte es für abwegig, jetzt zu sagen, na, das, was die Verschwörungstheoretiker machen, ist ja keine Philosophie. Das ist meines Erachtens ein Missbrauch kategorischer Begriffe, um sozusagen moralische Urteile oder Geringschätzung auszudrücken. Nach dem Prinzip, das ist so schlecht, das kann keine Philosophie mehr sein. Wo ich sagen würde, nein, Philosophie ist einfach nur die Suche nach Antworten und es ist die Suche nach Antworten. Es sind Antworten, die sie liefern. Man mag mitunter sagen, dass es sich um schlechte Philosophie handelt, um handwerklich schlechte Philosophie. Das ändert nichts daran, dass es sich dennoch im Raum des Philosophischen bewegt. In der Fragestellung, was ist und was soll sein? Die Fragestellung, die Disziplin ist Philosophie. Das Vorgehen ist spekulativ. Es wird hier eine Fixierung auf das Böse, auf das Gute oder auf die Möglichkeiten, rein verstandesmäßig Wahrheit zu finden, abgestellt. Alle drei sind in meinen Augen trotzdem vollwertige Philosophie. Und ich möchte auch an dieser Stelle betonen, selbst wenn ich, wie man ohne Zweifel aus meiner Darstellung entnehmen kann, mich selber zu diesen drei Richtungen positioniere, beanspruche ich nicht, die letzte Wahrheit über diese drei Positionen zu haben. Ich glaube sogar tatsächlich, und das ist ein Argument, das zu Recht von vielen Verschwörungstheoretikern eingebracht wird, ich glaube natürlich daran, dass es Verschwörungen gibt. Und ich glaube, dass es auch über vernünftige oder über reale Verschwörungen, die es gab, zutreffende Theorien gibt und geben kann oder geben soll. Und die Frage ist nun, welche dieser Theorien stimmt und welche nicht? Welche Verschwörung gab es und welche ist nur eingebildet? Und es ist völlig naheliegend, dass Menschen da zu unterschiedlichen Urteilen kommen mögen. Das heißt, alleine, dass etwas Verschwörungstheorie ist, heißt noch nicht, dass es falsch ist. Aus meiner Sicht. Aus Sicht der Verschwörungstheoretiker sowieso nicht, denn auch die kennen wieder richtig und falsch. Und aus deren Sicht mag das, was ich denke, auf jeden Fall Teil des Schlechten sein, Teil des Herrschenden, weil ich nicht wach mich auf ihre Seite stelle, weil ich in der Dichotomie aus Gut und Böse nach wie vor mindestens als Werkzeug dessen, was ist, also gesellschaftlich ist, als Werkzeug fungiere, weil ich eben nicht den Feind oder die Feindin beschimpfe und bekämpfe, sondern weil ich sage, ich sehe sie gar nicht, ich glaube da in den meisten Fällen nicht dran. Es gibt Verschwörungstheorien, an die ich glaube, die sind aber meist tatsächlich auch weniger polarisiert und meistens weniger
fetischisierend. Wie auch immer. Es geht mir hier an dieser Stelle auch um einen grundsätzlichen Zugang zu Philosophie, nicht um Denunziation. Aber es geht mir auch um Bestimmung dessen, was ich bin. So wie mit Plotin im letzten Video, wo ich frage, was könnte für mich relevant sein, geht es mir auch darum, wenn ich hier über diese drei oder vier jetzt Richtungen spreche, denn es gibt meines Erachtens eine vierte Richtung spekulativer Philosophie. Und die würde ich kritische Philosophie nennen. Ich knüpfe damit im Grunde an eine verhältnismäßig jüngere Theorie an. Oder ich knüpfe damit an eine verhältnismäßig jüngere Traditionslinie an. Und zwar möglicherweise beginnend mit Immanuel Kant. Ich denke, Immanuel Kant ist der Denker, der als erster mit sehr schöner Klarheit den Auftrag gestellt hat, dass Philosophieren sich wie ein Gerichtsprozess vollziehen sollte. Das Urteil unserer Vernunft sollte nüchtern und neutral die verschiedenen Optionen abwägen, sollte über die möglichen Wahrheiten zu Gericht sitzen, alles, was dafür und was dagegen spricht, abwägen und dann zu einem Urteil kommen. Philosophie sollte sich aber immer bewusst sein, dass das Urteil kaum abschließend sein kann, dass das Urteil kaum das Ding an sich, die Sache an sich je richtig begreifen kann. Und aufbauend auf dieser Vorstellung hat Karl Popper im letzten Jahrhundert meines Erachtens mit der Begründung des kritischen Rationalismus eine philosophische Schule und einen philosophischen Ansatz eröffnet, der insbesondere auch wissenschaftstheoretisch eine große Rolle gespielt hat und der eben versucht, dem Rechnung zu tragen, dass wir durch die Jahrhunderte immer wieder mit Wahrheiten konfrontiert wurden, die sich schon 10 Jahre später, 20 Jahre später als überholt herausgestellt haben oder zumindest als solche angesehen wurden und der sich aber auch gleichzeitig eigentlich immer opponierende Auffassungen gegenübergestellt haben, die alle versuchten, die Welt möglichst weiträumig zu erklären, aber letztlich immer gescheitert sind. Und das Denken der kritischen Philosophie gibt letztlich den Anspruch auf, endgültige Wahrheiten gefunden zu haben oder finden zu können und bekennt sich im Gegensatz zu den drei bisherigen Philosophien dazu, dass wir eben nicht nur Plausibilitäten suchen sollten, nicht nur gucken sollten, passt alles, was ich darstelle, dann muss es wohl stimmen, sondern dass es sich immer auch den kritischsten Fragen, die man nur finden könnte, stellen können sollte. Wissenschaft, Naturwissenschaft, moderne empirische Wissenschaft, aber selbst auch spekulative Einzelwissenschaften, wie zum Beispiel Psychologie oder wie Pädagogik, die zum Teil auch über Dinge theoretisieren, die nicht empirisch überprüfbar sind, die Modelle entwerfen, die möglicherweise funktionieren oder nicht, Vorhersagen zulassen, die aber nicht immer experimentell wirklich sauber zu beweisen sind. Wissenschaft funktioniert nach dieser Vorstellung so, dass durchaus Theorien entworfen werden können, die aber nur Gültigkeit beanspruchen können, bis sie widerlegt werden, die im Grunde immer nur Wahrheiten unter Vorbehalt bleiben und sich auch dessen bewusst bleiben, dass sie nicht als Dogmen einfach so weitergelehrt werden können, sondern dass, wenn sie weitergegeben werden, immer auch Begründungswege aufgewiesen werden müssen. Warum bin ich zu einer Wahrheit gekommen? Wie bin ich zu einer Wahrheit gekommen? Und was spricht eigentlich alles dagegen? Wo kommt mein Theoriegebäude an seine Grenze? Wo funktioniert es nicht mehr?
Und das ist im Grunde sozusagen die Änderung des Fokus. Es geht nicht mehr darum, primär mich damit nur zu beschäftigen, zu fundieren, zu begründen und zu legitimieren, sondern es geht auch um ein destruktives Element, immer wieder zu fragen, zu schießen gegen das, was mir als Wahrheit vorgeführt wird und zu fragen, warum soll ich das tatsächlich glauben? Das ist ein ganz wesentlicher Punkt kritischer Philosophie. Und es ist ein ganz wesentlicher Punkt eben auch dessen, was wir durch Wissenschaft gelernt haben. Nur weil eine Theorie funktioniert, weil ich sie für den Moment glauben kann, weil plötzlich Dinge sich fügen und erklären lassen, die ich vorher nicht verstanden habe, heißt nicht, dass sie stimmt. Eine der gewichtigsten Theorien, die wir in der Menschheitsgeschichte hatten, war die von Newton, waren die physikalischen Vorstellungen von Newton. Diese Theorie funktioniert im Alltag hervorragend und die meisten Techniker, die meisten Ingenieure mögen mit dem Wissen der Newtonschen Physik perfekt zurechtkommen und vollkommen ausreichende Instrumentarien an der Hand zu haben, um Häuser zu bauen, um Dinge zum Laufen zu kriegen und zu wissen, wie und wie das auch verlässlich geht. Trotzdem gilt die Newtonsche Physik heute für Physiker als überholt, als widerlegt. Das heißt, sie hat funktioniert. Sie hat ein Panorama entwickelt, das über Jahrhunderte alles gut erklärte und bis heute einfach erstaunlich toll für Vorhersagen im mechanischen Sinne geeignet war, die aber trotzdem aus theoretischen Erwägungen, die die Physik inzwischen heute gemacht hat, nicht mehr haltbar, nicht mehr im Kern oder im Endeffekt nicht mehr so haltbar sind, sondern nur unter Vorbehalt, nur unter Einschränkungen gelten. Und genau das ist der Punkt. Nur weil eine Wahrheit funktioniert oder ich den Eindruck habe, dass sie funktioniert, nur weil plötzlich das gesamte politische Geschehen in einem Land für mich nachvollziehbar wird, nachdem ich weiß, wer der Schurke ist, heißt nicht, dass es wirklich der Schurke ist und dass die Erklärung stimmt. Trotzdem mag ich auch mit einer falschen Theorie im Detail hervorragende Vorhersagekraft hervorbringen, so dass ich mich immer wieder darin bestätigen kann, dass es die Wahrheit sein muss. Kritische Philosophie hinterfragt das. Kritische Philosophie nutzt das durchaus. Ja, wenn etwas funktioniert, spricht sehr viel dafür. Es gilt aber nicht als hinreichende das Kriterium der Wahrheit. Kritisches Philosophieren fragt über notwendige Voraussetzungen von Wahrheit hinaus nach hinreichenden Voraussetzungen für Wahrheit. Sie dekonstruiert, sie lässt Wahrheit neben anderen stehen und entscheidet sich für die Wahrheit, die ihr pragmatisch gerade dient, deren pragmatische Nutzbarkeitserwägung sie aber nicht aus den Augen verliert, wo sie sich nicht täuscht. Ja? Sie arbeitet, sie nimmt vielleicht Newtonsche Wahrheiten an für den Moment, dass eben Phänomene sich dafür eignen, auch für diese Theorie, für die Anwendung dieser Theorie. Sie gibt sich aber nicht dem Glauben hin, dass es deswegen schon eine endgültige Aussage über das Sein ist, die sie damit getroffen hat und dass alle anderen per se falsch sind. Ernsthaftes wissenschaftliches und damit auch in meinen Augen kritisches Denken, kritische Philosophie, ist meines Erachtens eine Philosophie, die Begründungen sucht, Erklärungen sucht, die aber diese Erklärung möglichst auch an allen Widersprüchen testet und die sich doch darüber bewusst ist, dass auch unser Bewusstsein Grenzen hat. Sie reflektiert auf sich selbst, auf mich als Subjekt, als uns, auf uns als Wissenschaftsbetreibende. Im Gegensatz zu den drei klassischen spekulativen Spielarten, säkulare, religiöse und verschwörungstheoretische spekulative Philosophie,
ist kritische Philosophie weniger optimistisch hinsichtlich unserer Erkenntnisfähigkeit, weniger optimistisch hinsichtlich der Eindeutigkeit von Wahrheiten, die wir hervorbringen, und sieht die Möglichkeit, dass verschiedene Wahrheitsmodelle eine gewisse Wahrheitswahrscheinlichkeit beanspruchen könnten. Und vertraut, das ist ein ganz entscheidender Punkt, vertraut weder auf Zeugen des Bösen oder Zeugen des Guten, vertraut nicht einmal auf die reine Kraft des Verstandes, sondern fordert immer wieder auch die möglichst experimentelle Hinterfragung jeglicher Wahrheit, sei es durch empirisch-physikalisch alltäglich nachvollziehbare Experimente oder sei es durch theoretische Experimente, die Wahrheit auf die Probe stellen. Die klassischen philosophischen Modelle fußen auf dem Anspruch eindeutiger Wahrheiten, also Eindeutigkeiten, und auf dem Anspruch, dass der eigene Verstand zur Wahrheitserkennung befähigt sein muss. Sie ist optimistisch und sie vertraut. Sie vertraut vor allem auf sich selbst, auf das Urteil. Ich erkenne die Wahrheit, wenn ich sie sehe. Wenn ich Gott begegne, werde ich wissen, dass es Gott ist. Wenn ich das Böse gesehen habe, wie es wirklich ist, dann verstehe ich es, weil mein Verstand, weil unser Verstand, weil der menschliche Verstand darauf eingerichtet ist, die Dinge zu verstehen. Das ist die Prämisse klassischen Philosophierens. Wir können verstehen und wir haben verstanden. Und wer nicht verstehen will, das ist zumindest in der Religion eine wichtige Rolle, ist aber auch in der Verschwörungstheorie eine wichtige Rolle. Wer nicht verstehen will, entscheidet sich damit für das Schlechte. Wahrheit ist nicht mehr nur eine Frage des Verstehen-Könnens. Sie ist zu einem großen Teil auch eine des Verstehen-Wollens. Entscheide dich für Gott. Entscheide dich für die Wahrheit. Ergreife die Möglichkeit und verwerfe sie nicht. Denn es ist Unrecht, die Wahrheit zu verwerfen. Das ist das religiöse Muster. Und das ist auch letztlich das verschwörungstheoretische Muster. Das ist in sehr abgeschwächter Form auch das säkular-spekulative Muster. Das ist nicht mehr das Muster der kritischen Philosophie. Die kritische Philosophie trennt eindeutig die Frage nach Wahrheit und die Frage nach moralischer Güte. Und nur weil ein Mensch die Wahrheit nicht versteht, muss sie nicht schlecht sein, muss sie nicht verderbt sein. In den beiden Richtungen Religion und Verschwörung ist eine Tendenz zu sagen, es gibt im Grunde nur zwei Arten, warum man Gott oder das Gute nicht anerkennt, beziehungsweise die Einsicht in das Böse. Man ist zu dumm. Das ist dann eher unnormal. Ja, es ist tatsächlich ein Zeichen auch in der Regel von Armut, auch von Verderbtheit. Oder man ist wirklich in sich böse und man will es schlicht nicht. Man will Gott nicht folgen, man will das Schlechte nicht entlarvt sehen, weil man davon lebt, weil man da die Vorteile rauszieht. Ich glaube, das ist was ich jetzt hier biete, ist spekulative Philosophie. Ja, was ich hier mache, ist Spekulation. Aber im Unterschied zu den drei Richtungen, die ich eben beschrieben habe, will ich nicht behaupten, dass ich die endgültige Wahrheit gefunden habe. Eher möchte ich euch und möchte ich mir diese Option zu denken nahelegen, weil ich glaube, dass sie ganz gut funktioniert, dass sie Möglichkeiten bietet, die die anderen drei Richtungen nicht bieten, und weil sie in gewisser Weise auch die Demut aufweist, anzuerkennen, dass trotzdem, obwohl ich jetzt so schön schlüssig aus meiner Sicht gegen die anderen drei Richtungen argumentiert habe, auch bei den dreien ein Wert innewohnen kann und möglicherweise immer noch sein kann, dass ich komplett auf dem falschen Dampfer bin. Ich glaube es nicht. Ich glaube an das, was ich glaube.
Das überzeugt mich am meisten, sonst würde ich es nicht glauben. Aber ich weiß, es ist letztlich nicht die Leistung eines Verstandes, der, oder ich glaube, es ist nicht die Leistung eines Verstandes, der dazu geschaffen wurde, die Wahrheit zu sehen, sondern es ist die Leistung eines Verstandes, der sich bemüht, aber am Ende immer scheitern muss.